Hallo ihr Lieben, hier zeige ich euch heute diese zwei schönen Zigarettenetuis. Ich stopfe selber und da braucht man immer eine schöne Schachtel, wo man die dann reinmachen kann. Und ist auch geeignet für Leute, die die schönen hübschen Bilder auf den Zigarettenschachteln nicht mehr sehen wollen. Das sind zwei Stück, die man da bekommt. Eins in diesem Rosé. Und das andere in Silber. Für ein Pärchen, Frau nimmt Rosé, Mann nimmt Silber. Wir Frauen, wir können beide nehmen. Yeah. So, aufpassen, ihr seht, hier habe ich es schon abgemacht. Und hier ist zum Schutz noch dieses blaue Papier dran, diese Folie. Die schon mal leicht abgepuppelt. Und dann kann man die nämlich abziehen. Weil ich mich schon gewundert habe, was das Blau da soll. Und der Magnet war auch nicht so doll. Und zack. Hält. Super. Ne? Also von daher, habe schon mal die befüllt. Dann passen genau 20 Stück rein. Könnt ihr mal abzählen. 7 oben, 7 unten, 6 in der Mitte. Stehen halt ziemlich weit raus und da muss man halt beim Auf- und Zumachen immer ein bisschen aufpassen, die kommen da ein bisschen mit und beim Zumachen, dass man sie nicht einquetscht. Zum Vergleich habe ich euch hier noch eine andere, die ich jetzt sonst immer so hatte. Die ist aus diesem weichen Plastik, die halten auch super. Ich habe die schon ewig und da sind auch 20 Stück drin. Einfach nur mal, um den Vergleich zu sehen. Die wirkt halt, die ist ein klein wenig größer, minimal, aber sie wirkt riesiger dadurch, dass der Verschluss so weit unten ist. Hier nochmal von der Seite. Einmal von da. Lucy, geh aus dem Ding raus. So, weg. Geh mal weg, leg dich mal hin. So, Entschuldigung. So, hier habe ich zum Vergleich noch eine andere normale Schachtel, wo 20 Stück drin sind. Die habe ich noch von langer Zeit. Lucy, jetzt. Geh mal bitte weg. So. Ne? Also, wie gesagt, also es ist ein bisschen größer, aber ich finde es trotzdem schön. Sie ist sehr stylisch. Wie gesagt, hält super. Einfach aufmachen. Zufallen lassen, kann man nichts falsch machen mit den beiden hübschen Teilchen. Das ist mehr so ein dunkles Silbergrau und das ist dieses schöne Metallic-Rosa, nenne ich es jetzt mal. Es ist nicht zu sehr rosa, mehr so leicht ins Lila gehende. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie erkennen von der Farbe her. Ich bin zufrieden, ich denke, ihr werdet es auch sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und danke fürs Reinschauen.